Kapitel 4 Nostalgische Fremde. Komm, Flamme, wach endlich auf! Heute ist ein großer Tag! Irgendwie kamen diese Worte Flamme etwas zu bekannt vor. Letztes Mal, als er sie gehört hatte, musste er noch am selben Tag erfahren, dass sein gesamtes Schicksal sich wandeln würde. Zumindest hatte er dieses Mal den Vorteil, dass er bereits wusste, dass er tief inmitten irgendeiner Scheiße steckte. Genervt erhob sich das Vulpix und blickte sich um. Der Ort, an welchem er sich befand, war ihm völlig fremd, aber es war kein auf dem Papier besonderer Ort. Ein grüner, in Flammes Augen ziemlich ekelhafter Sumpf. Das Einzige, was durch das Grün herausstach, waren die beiden neu angekommenen Feuer-Pokémon. Ich dachte schon, du willst den ganzen Tag durchschlafen. Weshalb brauchst du denn so lang? Manche Pokémon haben eben noch Verpflichtungen auf der Reise zwischen den Welten. Es überraschte Flamme wenig, dass Sol nicht verstehen zu schien, was sein Bruder damit aussagen wollte. Aber tatsächlich entschied sich das Fukano gegen jede weitere Nachfrage. Seit den Ereignissen vor dem Forstschrein glaubte er wahrscheinlich auch, dass das Vulpix verrückt sei und schob es darauf. Naja, völlig falsch war die These ja auch nicht, wie sich Flamme selber eingestehen musste. Aber es war für ihn auf jeden Fall etwas Gutes. Nämlich eine Begründung, durch welche er keine weiteren Fragen beantworten musste. Also, wollen wir dann weiter oder ewig hier warten? Wir müssen den Weltenbaum des Sternlichtes. Das heißt, wir müssen wieder den Weltengeist finden. Und hast du eine Idee, wie wir das machen? Wir können schlecht die Pokémon, die hier leben, fragen. Andererseits ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie Bescheid wissen. Und andererseits, selbst wenn sie es täten, würden sie wohl nicht gerade Wildfremden wie uns das erzählen. Fragen kostet trotzdem nichts. Wenn sie nichts wissen, hilft uns das nicht, schadet aber auch nicht. Und wenn sie uns nichts verraten, ebenfalls. Dieser Punkt war zwar logisch, auch für Sol, aber trotzdem verblieb ein sehr eindeutiges Problem. Selbst wenn wir jemanden fragen wollen, wo finden wir hier überhaupt Pokémon? Wo auch immer wir hier sind, auskennen tun wir uns definitiv beide nicht. Na dann, auf geht's. Dann müssen wir eben suchen. Etwas unmütig, aber wissend, dass es wahrlich die einzige Option war, folgte Sol seinem Bruder so, als dieser sich aufmachte durch die sumpfige Landschaft, in der Hoffnung, dieser bald zu entgehen und einen angenehmeren Ort zu finden. Schnell durften die beiden Brüder so feststellen, dass das Sumpfgebiet glücklicherweise relativ klein war. Es endete schon nach wenigen Minuten Fußmarsch und brachte die beiden Pokémon stattdessen an eine ausgeschilderte Kreuzung. Wenn man sich hier nur zurechtfinden würde. Die Kreuzung hatte, anders als es für diese gewöhnlich war, keine vier Wege. Beziehungsweise doch, sie hatte vier Wege. Doch jeder der vier Wege spaltete sich alle paar Meter weiter auf und so ergaben sich über 50 Wege. Jeder von ihnen beschildert. Alles klar. Guck, ob irgendeins dieser Schilder auf etwas hindeutet. Was Leben sein könnte, und ansonsten ignorieren wir alles andere. Sonst kommen wir von hier nicht weg. Sümpfe, Flüsse, Vulkane, Wiesen, Kraftwerke. All dies war auf den verschiedensten Schildern ausgeschildert. Und woher genau wissen wir, was tatsächlich Leben beinhaltet? Ich bezweifle, dass irgendwo steht, Platz, wo Pokémon sind oder so ein Scheiß. Wir kennen diese Welt nicht. Sie könnten auf Vulkanen leben, in Kraftwerken, überall. Nun, die Annahme hatte durchaus eine logische Wurzel. Allerdings war sie mehr als inkorrekt. Also, hier auf diesem Schild steht wortwörtlich Pokémon-Platz. Etwas ungläubig lief Sol zu seinem Bruder hier rüber. Nicht wirklich, oder?
Du solltest öfter pessimistisch sein. Du schaffst es damit konsequent falsch zu liegen. Der Blick beider Brüder lag auf einem von vielen Holzschildern, dieses direkt nach Norden zeigend. Pokémon-Platz stand wahrlich in großen Buchstaben dort aufgeschrieben. Na super. Zumindest kennen wir jetzt den Weg. Also dann rasten wir erst oder reisen wir direkt weiter. Kurz blickte Flamme in den Himmel, wo die Sonne noch nicht einmal ihren höchsten Punkt erreicht hatte. Zeit wäre allemal noch, auch wenn sie rasteten. Doch auch als er mitten in die Sonne blickte, spürte er, wie etwas in seinem Kopf zu dröhnen begann. Stimmen schienen zu erklingen, gleichzeitig und im Wechsel. Eine leise, eine laut, eine besorgt, eine schrecklich. Doch einen Vorteil hatte es, denn inzwischen hatte Flamme eine Waffe. Panisch griff er sich etwas Telizium aus dem Beutel seiner Mutter, während Sol nervös einen Schritt zurücktrat. Kurz zerdrückt setzte die Pflanze bereits ihren Duft frei, welcher sofort den Lärm schwinden ließ. Flamme fühlte sich wieder deutlich freier. Der Himmel schien blauer, alle Farben greller als noch zuvor. Alles okay? Hilft dieses Zeug wirklich? Nun deutlich entspannter antwortete Flamme ähnlich, wie er sich fühlte. Das Telizium macht einen perfekten Job. Das Zeug ist prima. Wenn es wirklich etwas bewirkt, dann ist es gut. Aber denk dran, nutze es wirklich nur, wenn es nicht anders geht. Mama hat dich nicht umsonst gewarnt. Erst durch die Erinnerung fiel Flamme die Warnung erst wirklich wieder ein. Er hatte gar nicht erst nachgedacht, bevor er direkt zum Kraut gegriffen hatte. Aber er brauchte es nun einmal manchmal. Das hat ihm Inferno gerade auch schon gesagt. Na klar. Also, wo waren wir davor gerade? Rasten wir erst oder machen wir uns direkt auf zu diesem Pokémon-Platz? Ah, genau. Also, mir ist beides recht. Wir haben Zeit für eine Pause, aber ich schätze, wir verbringen die Nacht dort. Also, hätten wir dann mehr Zeit, eine Bleibe zu finden. Nun dachte Sol kurz nach, doch hatte sich schnell entschieden. Wir sind vom Sumpf bis hierher noch nicht weit gewandert und zumindest ein bisschen konnten wir uns vorher erholen, als Terros uns alles erklärt hat. Also lass uns noch weitergehen. Worauf Sol hinaus wollte, war logisch und auch stimmte Flamme zu. Aber nicht in jedem Detail. Du konntest dich bei Terros entspannen, selbst nachdem du Omegon gesehen hast. Dieses Monster ist wirklich gruselig, ja, aber gleichzeitig, wir müssen ihm ja nicht gegenübertreten. Das war vermutlich das einzige Mal, dass wir diesen Kerl wirklich treffen. Und das reicht mir, damit ich mir nicht wirklich Sorgen machen muss. Omegon ist nicht nur als direktes Gegenüber eine Gefahr. Wir wissen nicht, was er vorhat. Und ich glaube nicht daran, dass er ein Risiko eingeht. Ihm ist bewusst, dass wir keine Gegner für ihn sind. Aber er wird trotzdem sicher gehen. Dass wir auch das letzte bisschen Hoffnung aufgeben. Dieses Monster arbeitet seit Jahrhunderten dran, alles zu zerstören. So kurz vor dem Ziel wird er sich nicht stoppen lassen. Zwar waren all diese Worte nichts als Wahrheit, doch trotzdem zeigte Sol deutlich mehr Optimismus als sein Bruder. Na und? Die Weltengeister haben Omegons Helden auch alles entgegengesetzt. Und sie haben gewonnen, obwohl sie normale Pokémon waren. Sie haben der noch so geringen Chance getrotzt und gesiegt. Und wir müssen wahrscheinlich zu zweit gegen sie kämpfen, nachdem sie schon den Vier-Seelen-Gott bezwungen haben. Nun kehrte erst einmal ein Moment der Stille ein, als Sol überlegte, wie er weitermachen würde. Jemanden zu motivieren war eine Sache. Jemanden zu motivieren, der mit aller Kraft versuchte, das Negative zu sehen, eine andere. Dann hatten sie ja schon genug Glück und jetzt sind wir dran. Komm schon, Flamme, sei mal optimistischer. Denk dran, wofür wir kämpfen. Für unsere Familie und für das Dorf. Wenn man dir so zuhört, glaubt man teilweise, dass du gar nicht gewinnen willst. Es gibt einen Unterschied zwischen wollen und daran glauben.
Ich habe nicht vor, nichts zu kämpfen, aber gleichzeitig habe ich nicht vor, mir große Hoffnungen zu machen, nur damit diese zerfallen. Dann sind wir uns eben einig, diesen Kampf unterschiedlich zu handhaben. Solange du nicht daran denkst, aufzugeben, die Chance, dass wir diesen Krieg gewinnen, ist niedrig. Aber null wird sie nur, wenn wir nichts tun. Dies reichte Soll anscheinend erst einmal als Ansage, denn er setzte dieses Gespräch nun nicht weiter fort. Stattdessen schritten beide Brüder nun voran, auf dem Weg zum Pokémon-Platz. Ein Ort, dessen Name nichts in ihn auslöste. Doch für so manche, die diese Zeilen gerade vernehmen, dürfte dies anders sein. Dies war der Weltenbaum des Lunaren, Lunalas Reich. Jene Welt, in welcher einst die Katastrophe des Meteoriten eintreten wollte. Der Pokémon-Platz war ein Zentrum gewesen für alle, die damals dabei gewesen waren. Auch für die Helden, welche letztlich Rayquaza bezwangen, um so die Zerstörung des Zerstörungsbringers zu stoppen. Jene Helden, welche nicht voll zu Teil von Omegons Elite wurden oder nur für kurze Zeit. Olaf, dessen Bruder später zu Omegons eigenem Helden wurde, kehrte durch die Macht des Sternlichtgottes zurück in die Welt der Menschen, dorthin, von wo er einst kam. Hydropi, der andere der beiden Helden, war jedoch Teil der Gruppe geworden, welche gemeinsam Weiles stürzten, nun inzwischen als Sumpex. Und dieser Ort, an welchem nun zwei neue Helden, nicht ausgerüstet mit der Kraft der Mächtigsten, doch mit dem Feuer der Hoffnung im Inneren reisen würden, war ihre Heimat gewesen, ihr Stützpunkt. Und doch war recht egal, was einst geschehen war. Ohne es zu wissen, hatten die einstigen Helden einen großen Teil dazu beigetragen, das eventuelle Ende ihrer einstigen Heimat zu besiegeln. Doch nun war es an der Zeit, Lunala aufzusuchen. So, dass Flamme und Soll in den Weltenbaum des Sternlichtes kommen würden. Der Weg erstreckte sich weit, doch Fußweg war kein Hindernis. Zwar waren die Brüder keine großen Abenteurer, doch sie wurden in ihrer Heimat zu Kriegern ausgebildet. Reichte das für einen Krieg wie diesen? Vermutlich nicht. Aber was noch fehlte, konnte ja noch kommen. Und vielleicht war dies der Ort, an dem es beginnen sollte. Es dauerte noch ein paar Stunden, bis der lange Weg, auf welchem sich noch unzählige weitere Abzweigungen befunden hatten, an einem wichtigen Punkt ankam. Ein Weg rechts führte weg von einem seltsamen, dunkelblauen Haus. Auch geradeaus ging der Weg weiter, schien jedoch in der Ferne ein Ende auf einem großen Platz zu finden. Soll betrachtete das große Gebilde, welches scheinbar leerstehend diesen Ort schmückte. Je mehr er hinblickte, desto extravaganter wirkte es. Dieses Gebäude sieht aus wie ein Pokémon. Wer zur Hölle hat so etwas Komisches hier hingebaut? Ihr seid nicht von hier, oder? Das Fukano schreckte kurz auf, als ihm ein seltsamer Schatten neben sich auffiel. Flamme hingegen wirkte wenig beeindruckt. Nein, sind wir nicht. Merkt man, dieses Haus gehörte einst den Helden, die unsere Welt von dem Kometen gerettet haben. Wenn wir sagen, wir kommen nicht von hier, dann meinen wir das mehr, als du vielleicht denkst. Wir haben keine Ahnung, von welchem Kometen du gerade redest. Das seltsame Pokémon blickte Soll verwirrt an. Meinst du, ihr kommt sogar aus einem anderen Weltenbaum? Aber ihr gehört nicht zu ihm, oder? Ich würde optimistisch sagen, dass wir das nicht tun. Weil ich keine Ahnung habe, wen du überhaupt meinst. Wir gehören zu niemandem außer uns selbst und Terrus. Kurz blickte die Gestalt die beiden Brüder skeptisch an, doch schien sich bald mit ihrer Antwort abzufinden. Ihr seht nicht gefährlich aus, wird schon passen. Na danke.
Also hast du vor, uns noch weiter aufzuhalten? Oder hilfst du uns tatsächlich weiter? Wenn ihr nicht sagt, wobei ihr Hilfe braucht, wird das schwer. Wir müssen zu Lunala. Diese Aussage war genug, um den Geist wieder völlig aus der Bahn zu werfen. Ihr wollt was? Euch ist schon klar, dass das keinem erlaubt sein sollte. Es hat einen Grund, dass nur ein Pokémon weiß, wo Lunala ist. Dir müssen wir nichts erklären. Gerade wenn du uns sowieso nicht glauben würdest. Aber Terus hat uns aufgetragen, zu Lunala zu reisen. Also müssen wir das. Wisst ihr? Eigentlich ist es sowieso egal, ob ich euch glaube oder nicht. Helfen kann ich euch sowieso nicht wirklich. Folgt mir einfach. Ich bringe euch zu jemandem, der euch eher helfen kann. Oder nicht, wenn er es für eine schlechte Idee hält. Und du sagst, dieses Pokémon weiß, wo Lunala ist? Nö, das weiß nur die Weise, wohl nun auf dem Eisberg. Aber da muss ich euch enttäuschen. Dort kommt im Moment niemand hoch. Durch ihn.